Was aktuell die interessantesten Top 7 Aktienkäufe und Verkäufe der großen Hedgefonds sind, bei welcher spannenden Aktie Sie zuletzt besonders groß aufgestockt haben, mit der ihr bestimmt nicht gerechnet habt, und bei welcher Aktie aus charttechnischer Sicht aktuell Vorsicht geboten ist, all das in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Ja, und wir starten auch direkt mit den Top 7 der interessantesten Aktienkäufe und Verkäufe der großen Hedgefonds. Ein paar Beispiele seht ihr schon hier unten aufgelistet. Es gibt allerdings noch andere Aktien und wir wollen natürlich auch anschauen, welche der aufgelisteten Beispiele wurden von den großen Hedgefonds eher gekauft oder eher verkauft. Und wenn ihr das im Detail wissen wollt, dann lehnt euch ganz entspannt zurück und schaut das Video von Anfang bis Ende in Ruhe an. Ja, hier sehen wir einmal die Top 10 vom ersten Quartal 2023. Wenn ihr da das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann werde ich euch es jetzt rechts oben verlinken, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und hier haben wir die Top 10 Aktien aus dem aktuellen Quartal. Da hat sich auch nicht sonderlich viel getan, allerdings gibt es vor allem eine große Änderung. Und zwar ist Nvidia mittlerweile in den Top 10 mit vertreten. Bevor wir darauf eingehen, werfen wir aber kurz vorab noch den Blick auf Amazon. Denn Amazon hat zwar insgesamt seinen dritten Rang erhalten, gleichzeitig wurden hier aber auch sehr große Käufe von den großen Hedgefonds getätigt. Vor allem diese Entwicklung finde ich spannend. Von allen den Hedgefonds, die einen großen Anteil, also ein Big Stake in Amazon, in die Amazon-Aktie halten, dieser Anteil hat sich von 100 auf 139, also um knapp 40% erhöht. Und das heißt, selbst nach dem letzten Kursanstieg, den wir gesehen haben, sind die Hedgefonds weiterhin von Amazon überzeugt. Für mich persönlich ist es auch nicht wirklich verwunderlich. Amazon ist aus meiner Sicht mit eines der interessantesten Top-Unternehmen überhaupt im gesamten Aktienmarkt. Und wie wir hier an dieser Grafik sehen, obwohl Amazon schon so groß ist, wächst das Cloud-Geschäft immer noch sehr ordentlich an. Hier einmal von 2021 auf 2022. In den aktuellen Quartal 2023 ist das Wachstum leicht schwächer geworden, aber für so ein großes Unternehmen immer noch sehr ordentlich. Zudem hat Amazon bei der letzten Präsentation der Zahlen vor allem ja damit überrascht, dass die Gewinnmarge deutlich höher ausgefallen ist, als die ganzen Analysten angenommen haben. Und genau das wollen sie auch noch weiter voranbringen. Zum einen, wie wir hier ganz oben sehen, soll eine neue Gebühr für die Händler kommen. Zum anderen wird der Preis für Amazon Prime noch etwas weiter ansteigen. Ja, durch diese neuen Gebühren steht die Chance relativ gut, dass die Gewinnmarge auch in den nächsten Quartalen weiter ansteigen könnte. Zu Amazon bin ich euch auch noch eine ganz ausführliche Analyse schuldig. Hier seht ihr mal meine letzte Instagram-Abstimmung. Da könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Da poste ich immer wieder mal aktuelle News zu Unternehmen oder auch spannende Umfragen. Und da wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch eine Umfrage kommen. In den letzten Wochen hatte ich privat und beruflich sehr viel zu tun. Dementsprechend hat auch dieses Video jetzt etwas auf sich warten lassen. In der nächsten Woche wird auf jeden Fall auch ein Video kommen und dann bin ich im Urlaub. Aber es wird auf jeden Fall da auch nochmal ein weiteres Video dann kommen. Die Amazon-Analyse steht ganz oben auf meiner Liste und ebenfalls ganz oben auf meiner Liste steht die Analyse zu Zlimited. Die haben sich auch ganz viele von euch gewünscht. Und ihr könnt an der Stelle jetzt direkt schon mal in die Kommentare schreiben, abgesehen von den beiden Analysen. Und ich mache das auch immer so ein bisschen an den Likes aus. Also wenn jemand schon ein Unternehmen vorgeschlagen hat, das euch ebenfalls interessieren würde, dann like dem seinen Kommentar einfach. Dann habe ich da auch ganz gut den Überblick. Also schlag gerne mal das eine oder andere Unternehmen vor. Das schreibe ich mir dann auch direkt ganz oben auf die Liste hinter Amazon und Zlimited. Hier sehen wir nochmal den aktuellen Chart der Amazon-Aktie. Damals bei dieser wichtigen Unterstützungszone habe ich ja auch mehrfach Video aufgenommen und habe auch gesagt, ich würde jetzt nachkaufen, wenn ich noch nicht investiert wäre. Amazon ist ja schon eine meiner größten Positionen und die Amazon-Aktie hat sich seitdem auch deutlich erholt. Auch diesen Abwärtstrend hier nach oben hin klar durchbrochen, eine sehr wichtige charttechnische Entwicklung. Aktuell haben wir jetzt hier so eine kleine Widerstandszone, die schon auch seit einigen Jahren Bestand hat. Also ich bin gespannt, wie es hier kurzfristig weitergehen wird. Es kann ja durchaus nochmal zu einer kleineren Korrektur kommen. Ich glaube nicht, dass es nochmal unter 100 Dollar rutschen wird und ich rechne auch mit in den nächsten Monaten, spätestens im nächsten Jahr, mit weiter steigenden Kursen über die 150 US-Dollar. Und dann geht es auch direkt weiter mit Nvidia. Hier gab es einen leichten Rückgang bei den Hedgefonds-Aktienkäufen. Und auch der durchschnittliche Rang in den Hedgefonds-Portfolios ist hier ein gutes Stück zurückgegangen. Die anderen Zahlen sind fast alle positiv. Was ich persönlich aber spannend finde, wenn wir jetzt mal abseits der Hedgefonds auf alle institutionellen Anleger blicken, dann sehen wir, dass es hier extrem große Verkäufe in Millionenhöhe gegeben hat. Was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass die Hedgefonds vielleicht kurzfristig noch dabei sind, vielleicht noch die aktuelle Übertreibungsphase, wenn wir denn wirklich eine haben, aber dass die noch mitmachen wollen. Aber ich sag mal, die eher defensiv aufgestellten institutionellen Anleger, Pensionsfonds oder ähnliches, denen ist wahrscheinlich die aktuelle Kurssteigerung etwas zu bunt geworden und dementsprechend gab es ja extrem große Verkäufe. Und wenn wir hier mal auf die Bewertung blicken, ja, die ist momentan schon wirklich sehr hoch, weit über dem durchschnittlichen Niveau. Allerdings muss man auch sagen, dass die Bewertung schon im nächsten Jahr relativ schnell wieder absinken wird. Dafür dauert es dann aber schon eine ganze Weile, bis wir hier wieder annähernd an diesem Schnitt angelangt sind.
Aber man muss auch dazu sagen, dass Nvidia die Erwartungen nach wie vor fast durchgängig überbietet. Hier sind die aktuellen Zahlen von gestern. All diese Charts, die ihr hier seht, das sind die Schlusskurse vom Donnerstag. Ich glaube, am Mittwochabend nachbürstlich wurden hier die Zahlen geliefert und die waren unglaublich gut. Also hier würden die Erwartungen deutlich, also fast schon extrem übertroffen, gerade mal, wenn wir hier in diesem wichtigsten Bereich Data Center schauen. Daraufhin ist die Aktie auch noch mal ein gutes Stück angestiegen, allerdings auch relativ schnell haben sich dieser starke Kursanstieg wieder abgebaut bzw. normalisiert. Und das liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass einfach ein Großteil der Erwartungen schon bereits mit eingepreist ist und dass Nvidia auch die Prognosen und Schätzungen übertreffen musste. Also das ist fast schon ein Zwang der guten Performance. Und mir fällt es aktuell schwer, Nvidia zu bewerten. Das Unternehmen ist unglaublich innovativ, unglaublich gut aufgestellt in mit einem der wichtigsten Zukunftsbereiche überhaupt. Allerdings ist der Halbleiterbereich nach wie vor eine extrem zyklische Branche. Aktuell ist hier alles positiv, aber ob das auf die nächsten Jahre dauerhaft so bleiben wird, ist natürlich die andere Frage. Wie gesagt, die Bewertung ist sehr hoch. Aktuell liefert Nvidia dafür auch ab. Jetzt neu in die Aktie einsteigen würde ich persönlich nicht. Eventuell könnte man hier kleinere Gewinnmitnahmen tätigen, aber nach den letzten Zahlen glaube ich nicht, dass man hier auch unbedingt seine Aktie verkaufen muss. Also aus meiner Sicht nach wie vor ein Top-Unternehmen, in dem ich jetzt aber nicht neu einsteigen würde. Dann möchte ich an der Stelle aber auch mal kurz auf eine der beliebtesten defensiven Aktien eingehen, nämlich Procter & Gamble. Die haben im Prinzip die Position gehalten, dieser eine bleibt absteht, der kommt eigentlich nur durch den starken Nvidia-Aufstieg. Und hier hat sich auch relativ wenig getan. Also sowohl bei den Hedgefonds als auch bei den institutionellen Anlegern gab es hier leichte Verkäufe, aber insgesamt sehen wir hier bei den Entwicklungen, hier hat sich eher wenig getan. Fast überall in allen Kennzahlen ist Procter & Gamble relativ stabil geblieben, wenn überhaupt leicht abgestiegen. Und das ist für mich persönlich auch verständlich, denn auch wenn Procter & Gamble ein sehr gutes, defensiv aufgestelltes Unternehmen ist, ist für mich die Bewertung hier historisch deutlich zu hoch. Und anders als bei Nvidia gibt es hier einfach kein exponentielles Wachstum mehr, weshalb auch hier die Bewertung auch eine ganze Weile noch für die nächsten Jahre auf diesem hohen Niveau notieren wird. Gerade solche defensiven Unternehmen kaufe ich eigentlich immer nur, wenn wir hier mindestens bei der durchschnittlichen Bewertung oder vor allem bei einer historischen Unterbewertung angelangt sind. Ansonsten bin ich bei solchen defensiven Unternehmen eher vorsichtig. Es wird auch in der nächsten Woche wahrscheinlich ein Video kommen, wo ich die ein oder anderen spannenden defensiven Aktien noch vorstellen werde. Ich werde aber auch schon dieses Wochenende, spätestens am Montag, nochmal für all meine Kanalmitglieder eine Liste von aktuellen Top-defensiven Aktien und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen spannenden Wachstumswert mit vorstellen, die gerade aktuell auch in dieser Woche und in der nächsten Woche günstig bewertet sind. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf meinem Kanal im Mitgliederbereich vorbei. Da gibt es jede Woche neue Updates zu spannenden Unternehmen und ich poste dort all meine Käufe und Verkäufe live. Gerade auch in dieser Woche habe ich einen neuen Kauf getätigt. Wie gesagt, für mich der aktuelle Kurs hier etwas zu hoch. Damit die Procter & Gamble Aktie für mich interessant wäre, müssten wir hier mindestens auf diese Unterstützungszone bei ungefähr 125 US-Dollar angekommen sein. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt spannendere defensive Werte da draußen. An der Stelle könnt ihr natürlich immer eure Top-defensiven Aktien auch mit in die Kommentare schreiben. Vielleicht nehme ich dann ja auch den einen oder anderen Wert in mein nächstes Video mit rein. Dann geht es direkt weiter mit Meta. Und hier finde ich die aktuellen Entwicklungen wirklich sehr spannend. Auch mit Blick auf die Hedgefonds wurden hier ordentlich Plätze gut gemacht. Fast schon in den Top 10 ist Meta mittlerweile angekommen. Zuletzt kam hier allerdings ein bisschen Panik auf, weil nach dem starken Kursanstieg, das war ja ein Kursanstieg für über 200%, den ich auch mitgemacht habe und durch den Meta auch unter anderem zu meiner größten Position im Portfolio wurde. Und hier kam natürlich jetzt ein bisschen Panik auf. Ich finde die aktuelle Bewertung nach wie vor noch nicht hoch und vor allem darf man das Unternehmen Meta einfach nicht unterschätzen. Gerade der Markt mit Social-Media-Werbung wird auch in den nächsten Jahren weiterhin wachsen und das in jeder Region der Welt. Und in diesem starken Wachstumsmarkt ist Meta einfach mit das größte, bedeutendste Unternehmen der gesamten Welt. Und abgesehen von all den Punkten, die ich ja auch in meinen letzten Meta-Analysen ausführlich erwähnt habe, gibt es viele Bereiche, wo Meta einfach sehr innovativ ist und auch weitere Fortschritte macht. Unter anderem auch das direkte Shopping über die Social-Media-Plattform. Auch da macht Meta große Fortschritte, vor allem mit seinen Plattformen Facebook und Instagram. Und gerade diese Entwicklung führt natürlich dazu, dass die Margen und dass die Einnahmen weiter erhöht werden. Und hier sehen wir nochmal den Punkt, den ich eben angesprochen habe. Trotz des starken Anstiegs ist die Bewertung der Meta-Aktie nach wie vor im vollkommen normalen Bereich, sogar noch nach wie vor unterbewertet eigentlich. Der historische Schnitt ist natürlich etwas verfälscht. In diesen Anfangsjahren ist Meta extrem stark gewachsen. Dementsprechend waren auch hier die Multiples deutlich höher. Aber ab dem Jahr 2017 kann man auf jeden Fall den Schnitt heranziehen. Und da hätten wir dann immer noch ungefähr so ein 20er KGV. Da sind wir zwar aktuell kurzfristig drüber, aber auch schon Ende dieses Jahres wieder bei einem bereinigten 15er KGV angelangt sein. Und das ist für mich persönlich für so eine starke Wachstumsaktie in den absoluten Marktführer nach wie vor relativ günstig. Und dementsprechend sehe ich auch hier keinen Grund, irgendwelche Verkäufe bei der Meta-Aktie zu tätigen.
An der Stelle können wir auch mal auf den Stock Free Score blicken, den habe ich euch in einem meiner letzten Analysen schon vorgestellt. Der ist, wie der Name schon sagt, von Stock Free. Da führe ich auch all meine Chart-Analysen durch. Also alle Charts, die ihr hier bei mir seht, die kommen alle von dieser Plattform und die haben noch dutzende weitere Tools und Widgets. Unter anderem eben dieser Score, wo man relativ leicht im Vergleich zu allen Aktien sieht, wie ein bestimmtes Unternehmen in bestimmten Bereichen abschneidet. Und gerade wenn wir hier mal auf den Bereich Qualität und Verschuldung blicken, dann sehen wir hier, wie unglaublich stark auch Meta aufgestellt ist. Die Hedgefonds-Scheine ist alles ganz ähnlich zu sehen und das ist auch die Grafik aus der Einleitung. Und das finde ich eben ganz spannend. Trotz dieses starken Kursanstiegs haben die Hedgefonds hier in den letzten Monaten weiter gekauft. Und bis auf den durchschnittlichen Rang, der minimal zurückgegangen ist, ist Meta bei fast allen anderen Kennzahlen hier deutlich im Plus. Aktuell gibt es auch eine weitere positive Entwicklung. Die Twitter-Alternative von Meta Threads, die hat ja einen sehr guten Start hingelegt und hatte innerhalb von kürzester Zeit mehrere Millionen Nutzer. Dieser Nutzerrückgang ging natürlich nach dem Launch noch etwas zurück, was völlig normal ist. Jetzt wurde allerdings auch schon die Webversion gestartet und das könnte aus meiner Sicht auch nochmal für einen kleinen Anstieg sorgen. Insgesamt würde ich das in die Analyse von Meta insgesamt nicht zu arg mit einbauen, weil Meta einfach vor allem durch die Social-Media-Werbung bei Instagram und Facebook seine Einnahmen generiert. Aber auf jeden Fall für die Aktien, auch für diesen kleinen Rückgang, könnte das wieder für positive Impulse sorgen. Hier sehen wir mal den Chart, den ich am Anfang schon eingeblendet habe. Und so ein Rückgang, wie wir ihn aktuell sehen, ist völlig normal nach so einem explosiven Kursanstieg, den wir hier in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Eine sehr gute Unterstützungszone sehen wir hier aus meiner Sicht bei ungefähr 250 US-Dollar. Hier steht die Chance sehr hoch, dass sich hier der Chart fangen könnte. Und wer die Meta-Aktie unbedingt noch mit im Portfolio haben möchte, aber vielleicht noch keinen richtigen Zeitpunkt erwischt hat, der könnte einfach noch ein bisschen geduldig sein. Und eventuell sehen wir hier wirklich den kleinen Aufsetzer bei 250 US-Dollar. Und dann könnte man meiner Meinung nach auch die Meta-Aktie relativ günstig, beziehungsweise mindestens mit einer attraktiven Bewertung mit ins Depot holen. Dann geht es direkt weiter mit Disney, da möchte ich mich gar nicht so lange mit aufhalten. Hier sehen wir auch nur einen kleinen Abstieg, gerade mal 3 Plätze ging es hier zurück. Dennoch bin ich, was die Disney-Aktie betrifft, alles andere als optimistisch. Und jeder, der irgendwie Disney auf der Watchlist im Depot oder irgendwie im Hinterkopf hat, der sollte sich auch unbedingt mein ausführliches Video zur Disney-Aktie ansehen. Das Feedback war unglaublich positiv, also ich bin wirklich überwältigt von den Likes und auch den Kommentaren und das freut mich sehr, dass euch meine Analyse so gut gefallen hat. Ich habe die auch versucht, so objektiv wie möglich zu machen, aber aktuell gibt es einfach Entwicklungen bei Disney, die aus meiner Sicht nicht tragbar sind. Und wenn ein Unternehmen nicht mehr auf die Kunden achtet, ganze Franchises oder eben große Remakes komplett kaputt macht und damit den großen Kundenstamm verärgert, dann gibt es ja aus meiner Sicht ein riesiges, fundamentales Problem. Und das ist einer der Top-Gründe, weshalb ich einfach nicht in eine Aktie investieren würde. Und da bin ich in diesem Video ganz ausführlich drauf eingegangen, unter anderem eben auch auf die Chefetage, die Management-Ebene und dass sich das eben durchweg durch alle Bereiche durchzieht und meiner Meinung nach deshalb sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Hier nur ein kleines Beispiel, da gab es nochmal aktuelle News. Auch den Fall habe ich in meinem Video mit angesprochen. Hier die Kritik zur Neuverfilmung, die erst im nächsten Jahr erscheinen wird, aber jetzt schon auf riesige Kritik stößt, aus meiner Sicht auch zu Recht. Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Die Hedgefonds scheint es jedenfalls ganz ähnlich zu sehen. Die haben hier extrem große Verkäufe getätigt in den letzten Monaten. Und statt 12 gibt es mittlerweile auch nur noch 9 Hedgefonds, die einen großen Anteil in Disney halten. Und moderater Anteil ist auch zurückgegangen. Also fast alle Kennzahlen sind hier deutlich zurückgegangen. Und was ich persönlich spannend finde, selbst die großen institutionellen Investoren, auch hier sehen fast alle Grafiken gleich aus. Also hier sind es eben nicht nur die Hedgefonds, die irgendwie kurzfristig die Disney-Aktie abstoßen, sondern das zeigt eben ebenfalls, dass es hier höchstwahrscheinlich sich um ein fundamentales Problem handelt, mit dem viele Investoren nicht einverstanden sind. Aus charttechnischer Sicht sieht die Situation interessant aus und auch die Bewertung ist ja momentan mittlerweile relativ attraktiv. Ich finde, wir sind nach wie vor von der Unterbewertung weit entfernt. Auch darauf bin ich in meiner Aktienanalyse zu Disney ganz ausführlich eingegangen. Aber aus charttechnischer Sicht könnte es ja durchaus interessant sein, wenn sich hier die Aktie noch bis maximal 75 US-Dollar fangen würde und diese Unterstützungszone hier, weil die extrem wichtig ist für die Disney-Aktie, zurückerobern könnte. Aber wie gesagt, dann würden wir vielleicht noch einen kurzfristigen Anstieg sehen. Ich bin auf jeden Fall alles andere als positiv gestimmt mit Blick auf die Disney-Aktie. Und deshalb machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Aktie, die aus meiner Sicht deutlich interessanter ist, nämlich Adobe. Und die hat hier auch ordentlich Plätze gut gemacht, mittlerweile unter den Top 40 angekommen. Etwas verwunderlich finde ich dafür, dass es doch einige Verkäufe bei den Hedgefonds gab, aber das Volumen ist hier insgesamt sehr gering und die sind dann eher zu vernachlässigen. Vor allem ist es sehr ausgeglichen von den Hedgefonds, die an sich gekauft und verkauft haben. Also das Volumen der Käufe und Verkäufe ist etwas negativ, aber die Gesamtanzahl der Hedgefonds, die gekauft und verkauft haben, die ist ja sehr ausgeglichen und die anderen Kennzahlen sind fast auch alle im positiven Bereich. Insgesamt gibt es mittlerweile sogar mehr Hedgefonds, die einen großen oder moderaten Anteil an der Adobe-Aktie halten.
Und auch hier können wir gerne mal auf den Stock Free Score blicken. Und auch da sehen wir, wie gut die Adobe-Aktie aufgestellt ist. Bevor wir hier gleich zur Qualität und Verschuldung kommen, hier auch nochmal zum Wachstum. Da ist nämlich Adobe auch extrem stark. Der einzige Wert, der hier nur moderat ist, war das Wachstum in diesem Jahr, was absolut verständlich ist mit Blick auf die aktuellen Wirtschaftsentwicklung. Aber ansonsten ist das Wachstum hier völlig intakt. Und auch was die Qualität und Verschuldung betrifft, sieht es extrem gut aus, vor allem für so ein stark wachsendes Unternehmen wie Adobe, dass die hier mit einem etwas größeren Hebel arbeiten und mit einer etwas geringen Eigenkapitalquote, ist für so ein Unternehmen wie Adobe auch absolut nachvollziehbar. Und auch bei der Adobe-Aktie habe ich meine treuen Kanalzuschauer, die werden sich erinnern, mehrfach darauf hingedeutet, auf diese wichtige Unterstützungszone. Und auch da habe ich einen größeren Nachkauf getätigt, was mich natürlich sehr freut, weil dadurch habe ich diesen großen Aufschwung hier mitgenommen. Aktuell kommt es allerdings auch hier zu einem kleinen Rücksetzer. Und ähnlich wie bei der Amazon-Aktie sehen wir hier auch eine kleine Widerstandszone. Also ich persönlich kann mir auch hier gut vorstellen, dass es hier nochmal zu einem etwas stärkeren Rücksetzer kommen wird. Aber mittel- bis langfristig werde ich die Adobe-Aktie auch auf jeden Fall in meinem Portfolio halten. Und das ist ein typischer Buy-and-Hold-Wert aus meiner Sicht, der noch für die nächsten 5 bis 10 Jahre in meinem Portfolio bleiben wird. Dann sind wir auch schon bei der 7. und letzte Aktie aus diesen Top 7 Hedgefonds-Aktien angekommen. Und das ist PayPal. Und die sind einige Plätze abgestiegen und jetzt nur noch gerade so in den Top 80 vertreten. Hier gab es auch schon im letzten Quartal viele Verkäufe. Die wurden noch etwas ausgebaut, allerdings hier nur relativ klein im Verhältnis. Also so ein großer Unterschied ist es gar nicht mehr. Die Gesamtanzahl der Hedgefonds, die gekauft und verkauft haben, die ist relativ stabil geblieben. Allerdings bei den anderen Kennzahlen sieht es auch eher nicht so gut aus. In den meisten Fällen aber nur sehr kleine Änderungen. Spannend finde ich hier persönlich, dass der durchschnittliche Rang von PayPal in den Portfolios sich sogar um ein gutes Stück, knapp 30% erhöht hat. Und ich persönlich bin weiterhin positiv gestimmt für die PayPal-Aktie. Die Bewertung ist nach wie vor extrem günstig. Also wir haben hier mittlerweile ein bereinigtes KGV von knapp über 10. Und für so einen extrem starken Wachstumswert, der über hunderte Millionen aktive Kunden verfügt, ist es aus meiner Sicht einfach eine zu günstige Bewertung. Trotz der Probleme, die PayPal hat, auch dazu habe ich ja schon eine ganz ausführliche Analyse aufgenommen. Da könnt ihr auch gerne rechts oben auf das i klicken, wenn ihr die noch nicht gesehen habt oder wenn ihr einfach nochmal reinschauen wollt. Da habe ich die Top 5 negativen Argumente mit den Top 5 positiven Argumenten verglichen und darauf aufbauend dann meine finale Einschätzung abgegeben. Aber wie gesagt, ich bin von PayPal nach wie vor überzeugt. Aus meiner Sicht sind die großen Shops einfach weiterhin gezwungen, PayPal anzubieten. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass PayPal nach wie vor mit der beliebteste oder einer der beliebtesten Online-Bezahldienste ist. Gerade in Deutschland haben über 90% der Befragten von dieser aktuellen Statista-Umfrage PayPal verwendet. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. In Amerika ist die Nutzung sogar etwas geringer als in Deutschland, interessanterweise. Aber fast überall ist PayPal mit einer der beliebtesten oder gefragtesten Bezahldienste. Und mit all den Nutzern hat aus meiner Sicht das Management eine gute Grundlage, um auch hier in den nächsten Jahren wieder zurück auf den Wachstumskurs zu kommen. Was die technische Betrachtungsweise betrifft, sieht es hier allerdings nicht so gut aus. Ich habe ja schon mehrfach betont, dass es hier eine extrem wichtige Unterstützungszone bei der PayPal-Aktie ist, die ungefähr bei 70 US-Dollar verläuft. Hier sind wir auch kurz unten durchgetaucht. Auch da habe ich dann nachgekauft, weil ich der Meinung war, das war nur ein kurzer Rücksetzer nach unten, dass sich der Kurs wieder schnell erholen wird. Dann wurden allerdings die aktuellsten Quartalszahlen veröffentlicht und die waren aus meiner Sicht sehr solide. Da bin ich auch meinem letzten Depot-Update ausführlich eingegangen. Aber die konnten eben nicht alle Marktteilnehmer überzeugen und deshalb ist der Kurs hier nochmal zurückgegangen. Aus meiner Sicht gibt es hier immer noch keinen Grund zur Panik. Dieses letzte Tief, das sollte der uns nämlich halten und eventuell könnten wir dann hier auch die Bodenbildung bei diesem Doppeltief sehen. Es fehlt halt aktuell an positiven Impulsen, aber aus meiner Sicht ist eben alles Negative aktuell eingepreist, was es überhaupt nur gibt. Also ich denke, die Chancen stehen relativ gut, dass schon bei der kleinsten positiven Nachricht wir wieder große Ausschläge sehen und dass wir dann vielleicht auch kurz- bis mittelfristig diese wichtige Unterstützungszone hier zurückerobern werden. Und das waren die aktuell Top 7 der interessantesten Hedgefonds-Aktienkäufe und Verkäufe. Schreibt doch gerne mal eure Meinung und Kommentare, welchen dieser Werte findet ihr am interessantesten und vor allem, welche Aktie soll ich mir ganz oben auf die Analyseliste setzen nach Amazon und Zlimited. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, das freut mich sehr und hilft auch meinem Kanal, dass der weiter wachsen kann und dass ich vor allem auch weiterhin solche interessanten Videos für euch produzieren kann. Und wenn ihr zukünftig keine solch interessanten Videos verpassen wollt, dann solltet ihr meinen Kanal jetzt auch unbedingt abonnieren. Vielleicht schaffen wir schon in den nächsten Monaten die 15.000 Abonnenten-Marke, das würde mich sehr freuen. An der Stelle auch schon mal ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Schreibt auch ihr gerne einen Kommentar mit eurer Wunschanalyse. Ich lese auch immer alle Kommentare persönlich durch. Und wenn ihr noch mehr spannende Aktieninformationen erhalten und keine meiner Verkäufe und Käufe verpassen möchtet, dann könnt ihr auch gerne mal in den Mitgliederbereich vorbeischauen. Das würde mich auch sehr freuen und ist natürlich ebenfalls eine sehr große Unterstützung für mich. An der Stelle auch ein großes Dankeschön an alle bestehenden Kanalmitglieder. Und ihr könnt euch auch schon in den kommenden Tagen auf einem nächsten ausführlichen Mitgliederpost freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.